Gestern hatte die SPD übrigens eine Top-Gelegenheit, die GroKo platzen zu lassen. Sie hätten nur im Bundestag zusammen mit Linken, Grünen und FDP den Paragraph 219a kippen müssen. Im Volksmund das Werbeverbot für Abtreibungen. Frauen sind ja insgesamt, das wissen Sie, sowas wie die Gebärmutter aller Probleme. Und Schwangerschaftsabbrüche sind ein ethisch hochkomplexes Thema. Fakt ist aber auch, Frauen in so einer Notsituation müssen sich informieren können. Union und AfD waren aber vor Werbung. Vor Werbung. Und es wird ja langsam auch echt zu viel mit dieser Abtreibungswerbung überall, oder? In Stadien, auf Flugzeugbannern, auf den Helmen von Formel-1-Fahrern. Deswegen fragt ja die AfD: Ist Werbung an Abbrüchen für Abbrüche an Litfaßsäulen anstößig oder erst, wenn man 3 Abbrüche zum Preis von 2 anbietet? Ja, und wenn man, um Frauen zu diffamieren, Werbung erfindet, die es überhaupt nicht gibt, ist man dann als Politiker ungeeignet oder einfach charakterlich das Hinterletzte? Ne? Ein seltsames Frauenbild haben die Verteidiger des Paragraphen 219a. Die gehen offenbar grundsätzlich von sehr sorglosen, dummen Frauen aus, die, wenn man mal 3 Sekunden nicht aufpasst, sofort schwanger sind. Und dann lesen sie in der Brigitte eine Werbung für eine Abtreibungsklinik und wollen das natürlich sofort haben. Ne? Frauen halt. Ja. Und um mal ganz kurz auf die Realität zu kommen. Es gibt kaum noch Ärzte, die in Deutschland überhaupt Abbrüche vornehmen. Nicht zuletzt, weil die sogenannten Lebensschützer immer radikaler werden. Die veranstalten sogar einen Online-Pranger für die paar Mediziner, an die sich Frauen heute noch wenden können. Letzte Woche hat ein Gericht in Gießen bestätigt, dass Dr. Christina Hähnel tatsächlich 6.000 Euro Strafe zahlen muss. Und zwar nur, weil sie auf ihrer Homepage Patientinnen ganz sachlich informiert, dass sie Abbrüche vornimmt. Ein Urteil, das selbst dem Richter peinlich war. Er sagte nach der Verkündung: Sie solle das Urteil wie einen Ehrentitel tragen im Kampf um ein besseres Gesetz. Immerhin, ein Ehrentitel, ne? Hat Karl Theodor zu Gutenberg nicht. So. Und achten Sie mal drauf, bei den Lebensschützern marschieren vor allem mittelalte bis alte Männer, denen die Selbstbestimmung der Frau an sich ein Dorn im Auge ist. Übrigens dieselben Typen, die regelmäßig gegen Sexualkunde in der Schule agitieren. Echt verblüffend, wie gnadenlos gerade Opas mit zu viel Tagesfreizeit über Frauen urteilen. Dann beginnt Papst Franziskus, sich von seinem Redetext zu lösen und frei zu reden. Dabei kommt er direkt zum Thema Abtreibung. Einen Menschen zu beseitigen, ist wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders, um ein Problem zu lösen. What? Das passiert, wenn MC Franziskus freestylt, Freunde. Auftragsmord. Soweit ist wirklich noch kein Papst gegangen. Noch keiner. Es hieß doch immer, der wäre so ein liberaler Reformer. Da ist ja nicht mehr viel von übrig geblieben. Ne? Außer, dass er ganz bescheiden seinen Fiat 500 fährt. Ne? Das zeugt wirklich von Gottvertrauen, muss man sagen. Aber ansonsten, ja, wo sind denn die großen Reformen? Allerdings muss ich sagen, bin ich beim Thema Kirche vorsichtig geworden. Sie wissen ja, ich habe hier in dieser Sendung im April mal aus Versehen einen Osterhasen gekreuzigt. Und das ging bis in den Fernsehrat. Deswegen lasse ich mich in solchen Fällen ab jetzt theologisch beraten von unserem ZDF-Hauskaplan Johannes Maria Stockhaus. Hallo. Schönen guten Abend, Herr Werke. Ich gehe gerade schon mal Ihre Witze hier durch. Ja. Also wunderbar, ne? Also, das ist großartig. Ja, ja, können wir alle nicht machen. Ne? Aber ich hatte Sie unterbrochen. Sie sprachen gerade von unserem Reformpapst. Ja, Reformpapst, wie gesagt, welche Reform? Erst der Spruch mit dem Auftragsmord. Und dann hat der Vatikan in Rom auch noch Ansgar Wucherpfennig, den Rektor einer katholischen Hochschule in Frankfurt, quasi gefeuert. Und zwar nur, weil er homosexuelle Paare segnet. Nicht mal verheiratet, segnet. Ja, wenn er sie verheiratet, dann müssen wir ihn verbrennen. Sehen sie, katholischer Humor, sehen Sie, von wegen Spaß, bremsen. Ja. Am Fall Wucherpfennig ist gar nichts lustig. Hat der alte Fiat-Fahrer in Rom nicht selber gemahnt, dass... Papst Franziskus mahnt immer wieder, homosexuelle Gläubige nicht zu diskriminieren. Wer bin ich, um über sie zu richten? Von dessen Äußerungen fühlte sich stets auch Priester Wucherpfennig bestätigt. Und darauf hatte ich mich verlassen. Ja, das war aber auch dumm. Also sich auf den Papst verlassen. Der Mann redet in Gleichnissen, wie in der Bibel. Wenn da steht, einer hat mit 3 Fischen 5.000 Leute gespeist, dann weiß ich doch, der hat in Wirklichkeit den Praktikanten zur Nordsee geschickt. Gleichnis. Was? Und Wucherpfennig ist ja kein Einzelfall. Ein katholisches Gymnasium in Borken im Münsterland hat gerade einen total beliebten Lehrer nicht übernommen, weil er schwul ist und seinen Freund heiraten will.
Im Jahr 2018. Alle Kollegen und die Schüler haben dagegen protestiert. Ja, ja, das finde ich auch total gut, dass die da demonstrieren. Aber der Lehrer bleibt ja schwul. Im Übrigen, mit Schwulsein an sich haben wir in der katholischen Kirche ja gar kein Problem. Diese Hobby-Theologin bringt es auf den Punkt. Es ist mehr als eine Neigung. Ich habe ja gesagt, Transe sein, völlig in Ordnung, homosexuell sein, völlig in Ordnung. Das, was ich nicht akzeptiere oder was auch die katholische Kirche nicht akzeptiert, ist, wenn es ausgelebt wird. So. Man muss es nicht ausleben. Gibt auch andere Möglichkeiten. Ganze Generationen von Geistlichen haben sich im stillen Kämmerlein einen von den Psalmen gewählt. Katholischer Humor. Ja. Ist doch unfassbar. Wenige Wochen nach den Missbrauchsenthüllungen blast ihr euch schon wieder als moralische Instanz auf. Vielleicht sollte sich die Kirche mal insgesamt aus den ganzen Untenrum-Themen raushalten. Bisschen vorsichtig mit dem Ton, Herr Welke. Einfach noch mal im Kopf nachrechnen. Wie viele Kirchenvertreter sitzen im ZDF-Fernsehrat? Hm? 4! Aber die haben alle Humor. Ich arbeite sogar gerade selber an meinem eigenen Kirchen-Comedy-Programm. Hier kleine Kostprobe. Och, bitte. Hallo Köln, seid ihr gut drauf? Sagt der Papst, was wollt ihr denn alle von mir? Ich tu doch, Achtung, was ich kann. Ja, kommt schneller als gedacht. Sehen Sie, noch einer, pass auf. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Oder hier, noch einer. Was haben der heilige Stephanus und ein Opel Vectra gemeinsam? Beide sind Märtyrer. Gott steh uns allen bei. Johannes Stockhaus, meine Damen und Herren. Vielen Dank.